Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Möser, Justus Möser. Publizist, Politiker, Aufklärer, Reformer. Im Osnabrück des 18. Jahrhunderts der Mann für alle Fälle. Beginnen wollen wir unseren Stadtrundgang an Station 1, meinem Geburtshaus am Markt. Hier steht auch die Marienkirche, wo ich 1794 beerdigt wurde. Sie werden dort mehr über mich und meinen familiären Hintergrund erfahren. Meine Schulzeit verbrachte ich am Ratsgymnasium, der Station 2, wo Sie mehr über meine Jugend und Ausbildung hören können. Begeben Sie sich doch zur Land- und Justizkanzlei an die Station 6 und zum Osnabrücker Schloss, der Station Nummer 3. Dort finden Sie mehr über mein politisches Wirken heraus. Johann Wolfgang von Goethe nannte mich einst den Patriarchen von Osnabrück. Ich kann nicht verhehlen, dass mir dies sehr schmeichelte. Ich schrieb Theaterstücke, die mir Beachtung in den aufklärerischen Kreisen Berlins bescherten, und verfasste Aufsätze, zum Beispiel über das Komische im Schauspiel. Dazu erfahren Sie mehr vor dem Osnabrücker Theater, der Station Nummer 7. Die meiste Resonanz innerhalb meines gelehrt-publizistischen Wirkens hatte aber vermutlich meine sogenannte osnabrückische Geschichte. Nicht zuletzt deshalb entschloss sich später der Osnabrücker Bürgermeister und Politiker Johann Karl Bertram Stüwe dazu, die Arbeit an der osnabrückischen Geschichte fortzuführen. Doch ich schweife ab. Begeben Sie sich lieber selbst auf die Spuren meines Lebens und Wirkens in dieser Stadt, deren Bürger mir sogar ein Denkmal neben dem Dom errichteten. Ein prominenter Platz, mitten im Treiben Osnabrücks, wo meiner gedacht werden sollte. Wenn Sie nach dem Rundgang noch mehr über mich erfahren wollen, können Sie im Kulturgeschichtlichen Museum eine Ausstellung über mich besuchen. Und nun lassen Sie uns aufbrechen, auf den Spuren Justus Mösers durch die Friedenstadt Osnabrück.